Also, wir gehen einfach auf Nummer sicher. Wir wollen kein Risiko eingehen. Ist jetzt heute ein bisschen professionell hier mit dem Mikrofon, ne? Ja. Ach, ja, toll. Sehr unauffällig. Du bist immer besser. Immer besser, danke. Danke, Stimme aus dem Off. Schön, die Stimme aus dem Off zu hören. Und hinter mir ist Bewegung aus dem Off. Und das ist Regenfrisur aus dem Jetzt und Hier. Oh, es läuft, Leute. Vor allem mit Wetter. Es läuft. Man läuft fast weg. Einmal zum DM, rein und raus und schon sieht man so aus. Schön. Macht Spaß, der Juli. Ist wirklich ein schöner, schöner Sommer. Aber ich war ja im Urlaub, wie ihr wisst. Und also ich weiß es nicht mehr. Ich war zwar 2 Wochen weg, aber gefühlt nicht. Da war aber schön. Da war warm. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Farbe im Gesicht. Also keine neue Make-up-Linie, sondern ein bisschen Sonne und Natur. Ja, denn es ist jetzt Mittwochabend, 19 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kinderkram TV. Wir sind wieder da. Hello again. Ich sage einfach Hello again. Eigentlich wollte ich mit dem Song starten, aber das hat jetzt nicht mehr hingehauen, weil wir hier doch noch ein bisschen was vorbereiten mussten. 2 Wochen war Pause. Mir kommt es länger vor, dass wir Kinderkram gemacht haben. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich bin nicht alleine. Hinter mir wird noch gewühlt. Das ist die Ann-Kathrin. Vor mir wird geraschelt und geklopft. Das ist... Mutter ist das natürlich. Wer soll das sonst sein? Wer macht hier sonst die schönsten Hintergrundgeräusche der Welt? Mutter ist wieder da und ich möchte heute mit euch ein bisschen drüber reden, was es im Laden Schönes gibt und euch ein bisschen Vorfreude für morgen geben. Denn morgen haben wir hier einen besonderen Tag. Warum? Ich bin mir gar nicht so sicher, weil man nicht wieder darf und weil wir sowohl zum Einjährigen und zum Zweijährigen einfach hier nichts durften. Da wurde ja nichts gefeiert, hier wurde schon lange nicht mehr angestoßen und deswegen bin ich der Meinung, es ist allerhöchste Zeit und wir sollten mal ein Gläschen zusammen trinken. Am morgigen Donnerstag haben wir deshalb hier Late Night Shopping. Wir sind bis 22 Uhr für euch da. Ich finde es erst ein bisschen verrückt, von 11 bis 22 Uhr. Da sind wir wahrscheinlich all müde, wird trotzdem schön, denn von 18 bis 22 Uhr ist hier Mädelsabend. Das heißt Girls Only. Das ist die Girls Edition morgen Abend. Und ihr bekommt den ganzen Tag bei uns Rabatte. 20% auf das komplette Secondhand-Sortiment, ausgenommen bereits reduzierte Ware. Und 10% auf, ich würde mal sagen, alles andere. Bis auf die Sachen von Stapelstein und Klapperspecht. Da dürfen wir nichts geben. So. Können und dürfen wir nichts geben. Deswegen aber alles andere. Sprich, die Sachen von Lili Natur gibt es 10%. Die Neuware vorne, Tapis Petit, Kids Depot, Bloomingville Mini. Auf die Musselin-Sachen gibt es 10%. Auf die Tassen, auf die Poster. Leute, ihr könnt hier mal so richtig eskalieren. Und eben abends von 18 bis 22 Uhr das Ganze dann mit Mucke, Häppchen und Stößchen. Ich finde, das klingt hervorragend. Es gibt nur eine Sache, die ihr beachten müsst. Wenn ihr abends kommen möchtet, müsst ihr die 3G-Regel beachten. Bedeutet, ihr seid entweder genesen, geimpft oder getestet. Also bringt entweder einen Impfnachweis mit oder eben einen negativen Test. Den könnt ihr zum Beispiel bis 18 Uhr in der Europahalle machen. Das geht ratzifatzi easy peasy. Danach kriegt ihr dann eine SMS und dann wisst ihr, alles ist gut. Zeigt hier gerade vorne vor. Außerdem haben wir einen QR-Code erstellt über die Corona-Warn-App. Wenn ihr wollt, könnt ihr den dann gerne scannen. Falls hier irgendwas ist, aber hier ist nichts und ich will doch gar nicht drüber nachdenken. Also, wir sind aber dann von allen Seiten, sind wir hier ganz sauber und ordentlich und dafür dürft ihr dann auch mal am Gläschen Sekt nippen. Ach, wird schön, ich freue mich. Das fehlt einem doch so, ne? Dass man mal rausgeht mit einer Freundin, ey, lass uns heute Abend im Kinderkram vorbeigehen. Bisschen Mucke, DJ-Hammer. Verrückt, die Mutter so, warum denn? Was macht ihr denn? Feiern? Ja, kennt man schon gar nicht mehr. Was gibt es denn zu feiern? Also zum Beispiel, was gibt es zu feiern? Also ich feiere gerade, dass Mutter wieder da ist. Und ich glaube ja auch, wenn ich nämlich gesehen habe, wie die Herzen in die Luft fliegen. Also stelle ich doch mal kurz um. Wundert euch nicht, bei Mutter ist Herbst. Die zieht das jetzt ganz, ganz, ganz konsequent durch. Mutter trägt Mütze, weil die hat sich nämlich gedacht, bei dem scheiß Wetter, bevor die Haare so aussehen wie bei meiner Tochter, dann trage ich lieber Mütze. Außerdem, Mutter, warst du nicht beim Friseur? Nee, morgen um 11.
Morgen um 11 geht Mutter zum Friseur. Danach ist die Welt wieder in Ordnung für mich. Danach Im Moment ist das hier auch ganz okay bei dem Wetter. Also Mama, ich finde, du siehst dermaßen flott aus. Ja, ich fühle mich auch dermaßen flott. Wirklich flott. Ja. Die flotte Mutter, die hier flott die Päckchen packt. Ja, also und morgen Abend wird wahrscheinlich Mutter auch dabei sein. Also Sektchen ist ja schön und gut, nett, DJ auch, aber wenn Mutter kommt, dann ist natürlich hier richtig was los, ne? Also Meet and Greet mit Mutter sozusagen. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Alle wichtigen Infos für morgen habe ich euch jetzt gegeben. Rabatte und abends eben 3G ist mir wichtig, dass ihr das wisst und dass wir das doch alle schön beachten und so. Ja, und ansonsten ist der Laden ja auch groß. Hier tritt man sich ja eher selten auf die Füße. Ich drehe jetzt mal eine Runde mit euch, damit da die Vorfreude auf morgen aufkommt. Und ich zeige euch mal, was wir alles Schönes im Laden haben. Denn wir haben sehr viel Schönes im Laden, wie ich finde. In den 2 Wochen, in denen ich nicht da war, haben hier meine lieben Kolleginnen einige Warenannahmen gehabt und haben nicht nur toll online präsentiert. Ich habe zwischendurch einen Anschluss von meinem Mann gekriegt. Ich sage, du arbeitest nicht im Urlaub, weil das hier bei Instagram die Story. Sag ich, nee, da bin ich nicht. Das ist das Team. Haben sie hervorragend gemacht. Das behalten wir auch so bei. Neu im Team ist die Jessie. Wir werden eh morgen Abend hier alle zugegen sein. Und ja, Meet and Greet mit uns und so weiter. Ich zeige euch jetzt, was das Neues gibt. Sind schöne Sachen reingekommen. Und dann wisst ihr eben auch schon mal, worauf ihr euch morgen freuen könnt. Noch Fragen zum morgen Abend, zum Ablauf, zum Prozedere? Dann dürft ihr sie mir gerne stellen. Wenn ich euch jetzt Sachen zeige, denn bereits ab heute Abend gelten die Rabatte. So, wenn ich euch jetzt Sachen zeige und ihr sagt, oh mein Gott, mega, 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 das ist ja super toll, dann schickt eine WhatsApp. 0651 56127689. Gucke ich mir an, lege ich rüber bis morgen, wenn es jetzt was gibt, was ihr entdeckt und auf jeden Fall morgen haben möchtet, weil danach gelten die Prozente ja nicht mehr. Ihr müsst also, wenn ihr jetzt da gerne was reserviert hättet, die Sachen auch morgen abholen. Ich lege jetzt mal los. Hinter mir Postkarten. Gibt es auch 10%. Tja. Gucken wir mal. Hier so eine kleine Sneak Peek, wie man doch so schön sagt. Ich finde irgendwie, das Bild ist ein bisschen dunkel. Aber vielleicht ist das auch nur bei mir so. Ich mache das mal gerade ein bisschen heller. So, was haben wir hier? Also ich finde, wir haben hier so süße Sachen im Schrank. Hier, 20% gehen da ab. Zweiteiliges Set für Jungs, Größe 74. Da gehen morgen 20%. Und der Sommer kommt zurück. Ich bin mir ganz sicher, am Wochenende wird es besser. Ich habe außerdem nächste Woche Geburtstag. Und da muss das Wetter gut sein. Hier, ist das nicht süß? Von Next. Mega süß, selbst da 20%. Also auf alles, was ihr hier seht, das ist ein Rock von Mini Boden, 12,90, 20%. Little Green Radicals, ebenfalls. Hier auf den kann man ja auch jetzt schon mal an den Herbst denken. Bei dem Wetter fällt es ja nicht allzu schwer. Auch da gehen dann 20% ab. Ein Kleid aus Leinen von Gymp, minus 20%. Das ist wieder ein Zweier-Set für Jungs. Das ist sogar neu von Calvin Klein. Auch da gehen 20% morgen den ganzen Tag ab. Wo gehst du denn hin? Ich gehe jetzt heim. So, schlafen für morgen schon mal, ne? Dich ausruhen. Damit das auch hier du durchhältst. Man ist es ja nicht mehr gewohnt, wegzugeben. So, Sachen, die bereits reduziert sind, auf die gibt es keine Prozente. Weil wir müssen ja mal gucken, dass das im Rahmen bleibt. Jetzt eben gerade bei der Kommissionsware. Aber auch das ist ja von 33 auf 27 reduziert. Und es ist einfach wunderschön, ein Kleid von Katimini. Und ich finde es bei dem Wetter perfekt. Da haben wir ein Oberteil. Das ist von Verbaudet. 20%, ein süßes Jeanskleid von Next, 20%. Den setzen wir mal auf 12 runter, ein Jumpsuit von Desigual, Größe 122/128. Dann haben wir eine Hose zum Beispiel in 128 von Verbaudet. Also überall gehen hier morgen bzw. ab heute Abend 20% ab, weil es sich um Secondhand-Ware handelt. Was habe ich hier noch hingelegt? Ach so, das ist so ein hier Sonnenschutz für das Auto. Der, auch da, minus 20%. Dann sind wir bei 8 Euro. Ja, macht man ins Auto und dann hat das Schätzchen, sitzt schön im Schatten und wird nicht geblendet. Also, hier, Freunde, die liebe Lynn, die Ecke von der lieben Lynn,
Lilly Natur. Wunderschöne Produkte. Wer noch nicht kennt, sollte dringend vorbeikommen und sich die Sachen angucken. Denn darauf, weil Neuware, gibt es morgen 10%. Ist verrückt. Aber wir hauen hier irgendwie mal einen raus. So, Sandra schreibt gerade, habt ihr Brotdosen im Sortiment? Na klar, haben wir Brotdosen im Sortiment. Und zwar genau eben hier. Edelstahl, die Jumbox, finde ich super. Die ist nämlich so unterteilt, dass tatsächlich das richtig feste Fächer sind. Das heißt, man kann auch Joghurt reinfüllen und es läuft nicht aus. Deckelchen drauf, alles auslaufsicher, also Schmierchen neben Obst geht in dem Fall und das wird auch nicht vermengt. Die haben wir. Dann haben wir die von Aya. Also hier ist auf jeden Fall einiges für Kindergarten und Schule. Und denkt auch jetzt schon mal dran, Einschulung und die ganzen Sachen an Geschenkchen. Man braucht eine tolle Trinkflasche, man braucht eine neue Brotdose. Die Alternative zur Brotdose sind ja auch sehr beliebt, diese Snackbags, damit die Kinder auf dem Pausenhof nicht die Brotdose irgendwo in die Büsche schmeißen und dann vergessen. Das Ding wird einfach in die Jackentasche gesteckt, nichts peinlich und so. Und dann fertig. Kann die Mama abends wieder auspacken. So, auch eine schöne Alternative. Auch da kamen neue Sachen rein. Also, auf das ganze Sortiment eben von Lilly Natur bekommt ihr morgen den ganzen Tag 10%. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Das sind die letzten Parakito-Armbänder. Der Sommer kommt wieder. Schon wieder, also quasi fast ausverkauft. Damenhygieneprodukte, Trinkflaschen, Nadine. Natürlich haben wir Trinkflaschen. Noch gerade einen Schwenk zu den Trinkflaschen aus Glas. Mit einem praktischen, früher hatten wir einen Emil, das ist das ähnliche Prinzip. Aber die finde ich zum Beispiel auch super süß. Also Clean Canteen ist hier dabei. Hier die mit den Dinos. Ist doch ein super tolles Einschulungsgeschenk. All das und noch viel mehr gibt es morgen. Pura ist hier unten. Ja, kommt vorbei, lasst euch beraten. Wir sind in voller Besetzung da und wir freuen uns sehr. Und auf die habe ich ja immer noch ein Auge geworfen. Die ist einfach so schön. Trinke ich vielleicht auch mal mehr. So, dann, was ist hier noch? Der Tisch, der muss noch weg. Da wird noch ein bisschen geräumt. Sonnenmilch. Gesichtspflege. Nagellack. Wie gesagt, auch auf die ganzen tollen Artikel gibt es morgen 10%. Auch auf Tassen. Und einmalig auch auf unsere Busenfreundin. Nur hier in diesem Theater und nur morgen. Also kommt gerne vorbei. Wir freuen uns einfach, wenn ihr kommt und wenn wir hier irgendwie einen schönen Tag haben. Waschbare Stilleinlagen, waschbare Abschminkpads dahinter haben wir auch. Minus 10%. So, die sind ausgenommen. Mir fällt mich gerade die Buchpreisbindung ein. Bücher fallen raus. Ich glaube, sonst gibt es Ärger mit dem Verlag. Da gibt es ja eine Buchpreisbindung und deswegen darf man, soweit ich weiß, nicht irgendwie unter den Preis gehen. Das ist unser Bücherregal mit tollen Büchern aus Trier und Umgebung. Barbara Babywear, Löti Kids. Wir haben heute umgeräumt. Die Sachen findet ihr jetzt hier hinten. Und da gibt es sogar 20% morgen drauf, hat die Lynn gesagt, weil es ja Sommer und wir nähern uns dem Sale. Und wir wollen uns ja auch irgendwie so ein bisschen weich bei euch bedanken. Deswegen machen wir das Ganze hier ja auch. Und deswegen gibt es eben morgen auch auf diese wunderschönen Sachen minus 20%. Mutter hat ihr Handy vergessen. Das heißt, wenn es hier im Hintergrund piept, dann ist das WhatsApp. Stimmt's? Das ist dein Handy, ja. Mein Handy ist in meiner Hand, Mama. Soll ich die Dinge einfach antworten? Nee, das mache ich danach. Pack du die Päckchen. Aber hier piept das schon im Hintergrund. Das heißt, da gehen die ersten Reservierungen per WhatsApp ein. Tja, so ist das hier. Ne? Weiter gucken. Barbara Babywear. Höschen für Jungs. Sachen für Mädchen. Dann gibt es da noch Sachen von der Lynn. Tja, was soll ich machen? Was soll ich euch zeigen? Ich würde sagen, ich gehe noch eine Runde durch die Spielsachen. Auf Frauenkram, übrigens, Gazellerad ist noch da, haben wir jetzt reduziert auf 599 für morgen. Habe ich eben gemacht. 27 Zoll, 8 Gänge, Original, Brooks Ledersattel, Farbe Schwarz, Top Ding, Gazelle Tour, Popwear. Könnte man sich auch mal sehr gerne anschauen. Komm, ich dachte auch irgendwie, das wäre schneller weg. Klar, ist natürlich jetzt nicht so der Flohmarktpreis, aber das ist auch einfach ein tolles Rad. Ich meine, Gazelle ist doch das Rad. So, hier, machen wir auch 10%. Neuware.
Und auf alles in diesem Raum gibt es 20%. So, ne? Frauenkram. Da muss jetzt auch mal ein bisschen Abwechslung rein. Kommt und kauft, macht euch eine Freude, macht uns eine Freude, damit da mal neue Sachen reinkommen, mit dem mal ein bisschen Abwechslung kommt. Bald kommt ja dann auch schon die Herbst- und Winterware. Oh lala, was hängt denn hier? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Interessant. Schick. Für eine Hochzeit, würde ich sagen. Sogar für die eigene. Oder so 20er-Jahre-Party. Mega krass. Wow. Ja, ich war 2 Wochen nicht da. Schon ist es hier eskaliert und alle sind in Partylaune offensichtlich. Kommt vorbei und guckt gerne, ob ihr was findet. Auf alle Sachen hier gibt es 20% morgen. Jeans. So, was machen wir? Also, ich glaube, ich gehe jetzt einmal durch die Spielzeugregale. Da unten liegen noch 5 Helme. Auch da natürlich 20%. Ist ja Secondhand. Dann gucken wir mal. Ich halte einfach mal so davor. Gehe hier mal runter. Der kleine, ein paar DVDs haben wir auch noch. Ja, gut, ist so mittel angesagt, ich weiß. Aber es gibt hier immer noch Leute, die gerne DVDs gucken. Auch auf alle diese Spiele gibt es eben morgen 20%. Die kleine Hexe. Na, wenn das Jale wüsste. Aber die ist ja noch keine 5. Ist sogar original verpackt. Toll. So. Handpuppen. Haben wir auch noch jede Menge. Alles minus 20%. Da oben steht noch so ein Baby Activity Center. Hier nur Player Ohrenschützer. Ach, so ein... Ach, schade. Das ist jetzt aus. Ach, macht aber viel Spaß. Tonis haben wir hier stehen. Dann gibt's hier... Oh nein, Mutter, was denn? Oh. Oh, Mama, wir nehmen keine Autositze mehr. Oh, ich brauche aber einen. Du brauchst einen. Ja, dann komm, ausnahmsweise. Was brauchst du denn? Ja, für deine Tochter. Ja, was denn? Für meine Tochter. Für mein kleines Wägelchen. Ab 18 Kilo, oder wie ist das? Ja, die wiegt erst 14,5 oder 15. Ja, gut, sie kann noch ein bisschen in dem sitzen, den ich jetzt habe, aber ich hätte schon mal gern dann was anderes. Mutter sucht einen Autositz für meine Tochter. Bitte natürlich unfallfrei, Logo und nicht so alt. 3 bis 5 Jahre, sagen wir mal. Top-Zustand. Könnt ihr euch ja mal melden. Am liebsten nicht in schwarz. Am liebsten nicht in schwarz. Noch Wünsche? In grau. Noch irgendwas? Nee. Mit Getränkehalter oder so? Halt bequem fürs Kind. Halt bequem fürs Kind. Was Gutes bitte. So, weiter geht's bei den Spielsachen. Ja, kleine Spiele haben wir hier zum Schuhe binden lernen, also zum Schleife binden lernen. Das hatten wir früher im Kindergarten. Jede Menge Cars-Autos stehen hier in Reihe und Glied. 4 € das Stück minus 20%. Und dann sind hier Puzzle, 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 Spiele, Spiele, Spiele. Und ein Detektivkoffer von die 3 Fragezeichen. Auf all diese Sachen eben morgen auch 20%. Holzspielsachen. Ist auch einiges Schönes da. Bücher, Klamotten. Da schwenke ich aber jetzt nur so im Vorbeigehen. Hier haben wir noch Bademode in der Ecke. Die Schwimmweste ist übrigens ab 30 Kilo, also für große Kinder. Daneben dieser Swimfin habe ich im Urlaub gesehen, sehr lustig. Kinder an, habe ich auch gedacht, Mensch, du hast was im Laden, warum hast du eigentlich deiner Tochter sowas nicht mitgenommen? Das ist hier mein freier Mitarbeiter, der ist gerade beschäftigt. Hoffentlich stürzt er jetzt nicht darunter. Ja, das finde ich auch sehr praktisch, wenn die Kinder aus dem Wasser kommen. Zack, Badehose aus und das Ding erstmal an. Dann haben wir eine Playmobil-Pyramide reinbekommen. Da ist auch noch Playmobil. Ja, kommt schauen. Also es gibt, wie gesagt, 20% auf alles im Second-Hand-Bereich. So, und hier vorne das kennt ihr doch eigentlich schon alles, oder? War da noch was Neues? Auch hier 10%. Lohnt sich natürlich. Jetzt vor allem auch, wenn man sagt, komm, Kinderzimmer mal neu. Jetzt gilt es. Teppich, Schaukelstuhl, Körbe, Deko,
Passt alles wunderbar übrigens zusammen. Wir kaufen ja immer die Sachen so ein, dass man das auch schön miteinander kombinieren kann. Also ich kann euch da gerne ein Kinderzimmer einrichten. Für Mädchen, für Jungs, sagt mir eure Farbwünsche. Dann machen wir das. Wäre gar kein Problem. Stelle ich euch das zusammen. Was haben wir hier hinten? Lätzchen, auch da 10%, weil Neuware. Ausgenommen sind eben nur die Sachen von Stapelstein und Klapperspecht und bereits reduzierte Ware. Und das ist eine Garderobe, ne? Hier mit den Tieren, die ich sehr süß finde. Aber ich glaube, die sieht man nicht so richtig. Und dieses Regal hier hatten wir vorher in Blau und jetzt eben in so einem schönen Dunkelpink. Wollt noch alle haben? Hier ist es. Auch da natürlich 10%. Also, ich würde sagen, richtet doch mal das Kinderzimmer ein. Macht mal ein bisschen was Schönes hier. Ach, wenn da draußen so schlechtes Wetter ist, ist es doch wunderbar, wenn man drin gemütlich und hübsch hat. Ein kleines Beistelltischchen mit Lampe drauf. Teppich, Leopard, Kissen, Pflanzen, die man nicht gießen muss. Decke von Bloomingville, auch da 10%. Der Hai-Teppich ist nochmal da. Der Löwenteppich ist nochmal da. Und unsere Schaufenster sind jetzt auch ein bisschen schöner dekoriert. Das hat die Jessie übernommen. So, dann schwenke ich noch einmal hier rüber. Musselin findet ihr jetzt hier vorne. Das sind Tücher für Erwachsene. Das sind Röcke. Alles Röckchen, Röckchen, Röckchen. Bis Größe 7 bis 8 Jahre, weil ihr es gerne wolltet. Und das daneben sind alles Höschen, Höschen, Höschen. 4 bis 5 Jahre. Ich meine aber, die gehen dann auch 7 bis 8 Jahre. Und auch darauf gibt es morgen 10%. So, da sind noch mehr Röckchen drin und Höschen. Da sind Babytücher, Musselin. Das sind die Midi-Tücher. Hier oben haben wir noch ein paar Stirnbänder. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon reduziert. Genau, auf 9,90 Euro aus Musselin. Hier sind die Sachen von Lara. Schnullerketten und so Sachen. Auch da morgen 10%. Der Laptop von Bloomingville. Geburtstagsservietten. Ebenfalls natürlich minus 10%. So, da kommt jetzt die Frage nach Jungshausschuhen. Ja, wir haben schöne Hausschuhe, habe ich nämlich eben gesehen. 10% sowieso, ne? 20%, das ist der Secondhand. Das nicht, aber auch hier gehen morgen 20% ab. Sollte man sich also überlegen. Wir haben viel im Schrank für Neugeborene. Finde ich super. Da waren einige Warenannahmen. Ausnahmsweise mal Mädchen. Jungs. Jungs ist mehr. Auch da natürlich minus 20%. Und was wir jetzt nicht sieht, aber hier ist auch eine große Kiste mit Stoffwindeln. Und was hier sonst so eben im Schaufenster steht. Das hat die Jessie wirklich alles sehr, sehr hübsch gemacht. Da ist noch ein Tischbillard. Auch minus 20%. So, jetzt kommt mir irgendwie der Staubsauger hier nah. Ksch, geh. Kommt vorbei, schaut durch. Ich finde, wir haben wirklich sehr schöne Sachen im Schrank hängen. Dann gehe ich noch gerade rüber zu den Schuhen. Da oben steht übrigens eine Wickeltasche. Nehmen wir selten, es sei denn, sie ist so hübsch wie die da. Jede Menge Bodies. Sehr praktisch für am Kinderwagen, an den Griff. Da kann man Getränk reinmachen, ein Handy, was auch immer, was man braucht, um schnell drauf zuzugreifen. Oder ein Spucktuch oder wie auch immer. So. Hausschuhe. 7 und 2 habe ich nämlich eben welche gesehen. Und zwar die. Finde ich sehr süß. Die sind von Birkenstock. Mit dem Löwen. Größe 27. Und die habe ich gesehen von Superfit. Mit Fußball in Größe 28. Lustigerweise weiß ich das, weil ich eben vor dem Regal gestanden habe. Und auch bei Schuhen gilt morgen natürlich minus 20%. Also kommt doch rein und schaut mal drüber, ob was für eure Kinder dabei ist. Oh, Wahnsinn, wenn ich die hier sehe. Camper, Beastguard, wow, wow. Tolle Schuhe, die hier zusammenstehen, wirklich. Sehr, sehr schön. Mir ist gerade der Roboter gegen Fuß gefahren. Es ist ein bisschen penetrant irgendwie, also wirklich.
Die sind ja auch cool hier von Skechers. Witzig. Größe 23. Ja. Kommt vorbei und schaut drüber. Und hier unten ist noch Inliner. Sehe ich gerade. Was macht der denn jetzt da? Jetzt haut er hier die Inliner an. Ey, Freund. Weg. Weg da. Ab ins Körbchen. Hier sehe ich jetzt leider gerade keine Größe. Mit Schonern, mit allem aber. Und noch kleine Hausschuhe für den Kindergarten. Süß. So, ihr Lieben. Also, klar, hier hinter mir ist ja auch noch Teppiche. Anna Dotz liegt hier. Da ist auch nochmal die Werkzeugkiste von Bloomingville, auch da 10%. Körbe, Wandhänger. Das alles gibt es dann morgen eben minus 10% auf die Neuware und minus 20% auf Secondhand. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob einer kommt morgen. Also wirklich. Meine Mama hat auch gesagt, ich meinte, die Mutter, ja, kommt da überhaupt einer morgen? Das Wetter ist ja schlecht. Die Leute, die bleiben doch lieber daheim. Ich habe gesagt, nein, Mutter, die bleiben nicht daheim, die Leute. Die sind nämlich froh, wenn sie vor die Tür kommen. Und wenn man endlich mal wieder das Gefühl hat, dass man ein bisschen Freiheit hat und mal ein bisschen ausgehen kann und so mit einer Freundin. Kommt jemand von euch morgen Abend? Würde mich ja mal interessieren. Die Jessie guckt zu. Die Jessie kommt bestimmt, weil die arbeitet ja. Ja, aber ich bin gespannt, was hier morgen los ist und wie es aussieht und wie wir das machen. Also nochmal, morgen ganz normal wie immer. Ab 18 Uhr gilt dann die 3G-Regel, weil dann muss man ja mal den Mundschutz, die Maske kurz mal lüften, wenn man an Gläschen Sekt nippen will. Oh nein, Mutter hat eine Frage unter dem Live-Video. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage hören will. Das ist ja nicht mehr begrenzt. Da ist ja inzwischen, gibt es ja da keine Regel mehr. Aber Mama, was meinst du denn? Meinst du, dass hier 200 Leute reinkommen oder was? Nee, so viel Sekt haben wir nicht. Prosecco vom Weingut Endesfelder. Natürlich. Von einem frauengeführten Weingut, was natürlich wahnsinnig gut hier in den Laden reinpasst. Und was machst du, wenn 200 Leute kommen? Wenn 200 Leute kommen, dann stelle ich dich vorne als Türsteher hin. Ja. Da gehst du mit den Leuten vor die Tür und unterhältst die da. Und präsentierst denen vor der Tür, was sie gern sehen wollen. Du hast eben schon mal Frauenkram durchgeguckt, ne, Mutter? Ja, also ich habe mich über ein paar Sachen gewundert, die da jetzt schon länger hängen. Aber jetzt habe ich sie, ne? Nur zur Info. Jetzt hat sie sie, nur zur Info. Jetzt habe ich mir sie gekauft. Also, das geht ja gar nicht. Das sind so tolle Sachen nicht gekauft. Du probierst jetzt mal an und guckst mal, ob das mit dem wunderschönen Lederrock. Ja, was ist denn mit dem Lederrock? Dieser ausgefallene Lederrock. Das war von Second Female oder irgendwie sowas. Also was ganz Besonderes. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn anziehe, aber ich finde ihn irgendwie so toll. Den habe ich ja auch in der Modenschau gezeigt. Genau, also bei der Modenschau. Seitdem geht der mir nicht mehr aus dem Kopf. Dann kaufen wir endlich, Mutter. Ziehst du ihn direkt morgen Abend an. Also, da sehen alle Leute, was sie hätten haben können, weil Mutter kommt ja morgen Abend auch. Also wir sind hier nicht nur mit dem kompletten Team da, nein, sondern auch mit Mutter. Geht doch nicht mehr besser. Mensch, Leute, also wirklich. So, die Mutter gibt morgen eine Autogrammstunde. Kommen hier die ersten Kommentare. Da freut sich Mutter. Die ist bestimmt für das eine oder andere Foto zu haben, weil die geht ja auch zum Friseur morgen. Hallo? Aber nicht mit Mütze hier, nein. Also ich gefalle mir mit Mütze. Ja, ich finde, du siehst sehr sportlich. Ach Mama, du bist morgen Abend der DJ. Wir haben eine DJin und du machst Hip-Hop. Ich könnte mir, also so als Hip-Hop-DJin, ja, die tragen mir so eine Mütze. Ja, stimmt doch. So, ihr Lieben, das war's. Genug geredet. Ich habe euch einen kleinen Rundgang durch den Laden versprochen, den habt ihr bekommen. Ihr habt gesehen, was es so gibt. Ich habe euch ausführlich gesagt, wie die Rabatte sich morgen gestalten. 10% auf Neuware, 20% auf Secondhand. Aber auch zum Beispiel 20% auf die Neuware von Löti Kids und Barber Babywear da hinten. Also es lohnt sich. Kommt vorbei, denkt daran, Einschulung, ein schönes Outfit. Denkt an Geschenke zur Einschulung. Das kann eine Trinkflasche sein, eine Brotdose. Das kann aber auch ein Buch sein. Wir haben Erstlesebücher. Es gibt da vorne diesen Computer von Bloomingville aus Holz. Was für Kinderzimmer, Poster, Weltkarte hier, was auch immer. Kommt vorbei, tobt euch aus. Wir freuen uns auf euch. Denkt an die 3G-Regel ab 18 Uhr. Dann klappt das hier alles. Ihr dürft euch auch gerne über den QR-Code eben einloggen. Dann haben wir auch die Daten, falls was wäre. Ist aber nichts. Es wird nichts. Der Laden ist groß und so viele Leute kommen hier nicht. Also ihr Lieben, ich freue mich auf morgen. Ich gucke, dass ich am frühen Bett bin. Der Tag moin wird wahrscheinlich lang. Ach so, eins noch, habe ich heute gepostet. Wir haben die Sommerferien, die beginnen ja nächste Woche. Wie schön. Der Kindergarten ist 3 Wochen zu.
Wir haben in den Sommerferien samstags unsere Öffnungszeit um 2 Stunden verlängert. Das heißt, nicht wie gehabt von 11 bis 14, sondern von 10 bis 15 Uhr. Die letzte Ferienwoche ist der 22. bis 28. und 29. August ist hier zu. So, dann müssen wir nämlich die ganze Sommerware raussortieren. Und danach geht dann schon los mit Herbst und Winter. Ist ja erst in 6 Wochen, aber man kann es kaum glauben, aber man ist ja immer ein bisschen früher dran, damit ihr auch nach den Sommerferien dann sozusagen losshoppen könnt für die regnerische Jahreszeit. Das Wetter wird besser. Ich sag mal, bis morgen. Macht euch schön. Mutter will auch noch was sagen. Nee, die will nichts sagen. Die freut sich auf morgen. Wir freuen uns auch. Ich, ja. Ihr, alle freuen sich. Ja. Gut, Mutter. Bis dann. Stößchen. Tschüss.